Ja, schön, WBFH Neuburg-Schrobenhausen. Ja, guten Morgen. Sie planen einen Holzenteinsatz. Ja, das ist gut. Ich muss halt, ich habe mehrere Vorläufe, also ein bisschen Zeit braucht man. Wann hätten Sie denn nächste Woche Zeit? Dann wäre wichtig, dass ich weiß, den Zeitaufwand durch Forstung, wie groß ist Ihre Fläche? 1 Hektar. Okay. Kennen Sie die Grenzen von Ihrem Wald und die Waldnachbarn? Okay, also einen nicht, aber die Grenzen kennen Sie. Ja, das ist gut, weil die Grenzen müssen wir draußen markieren, das wäre das Wichtigste. Und dann halt gemeinsam besprechen, wie wir die Durchforstung machen und dann auszeichnen. Kann ich gleich das sofort bei diesem Termin machen? Ich nehme die Farben mit und zeichne das dann aus. Und bespreche dann alles Weitere draußen mit Ihnen vor Ort. Ja, dann machen wir es so. Ich freue mich. Wir sehen uns dann im Video. Ja, bis dann. Ja, für deine. Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind wieder im Wald für euch unterwegs. Ja, heute mit schönen Thema Planung Holzernteeinsatz. Das ist das Wichtigste jetzt im März, jetzt im Herbst und im Winter. Dass wir Holzernteeinsätze machen, weil unser Wald sollte einfach für die Zukunft einfach wachsen und ohne Erntemaßnahmen wächst einfach unser Wald nicht ausreichend und wird nicht stabil genug. Der Waldbesitzer hat mich schon kontaktiert, der habe einen Termin ausgemacht. Ich nutze jetzt nur die Zeit, dass ich euch kurz erzähle, was für uns wichtig ist beim Holzernteeinsatz. Zunächst einmal ist der Termin natürlich das Entscheidende, ein Waldbesitzer. Gemeinsam mit der WBV einen Termin. Das ist nicht so einfach, weil einfach Termine sich verschieben können, weil man draußen dem Wald einfach zusätzliche, ja, neue Aspekte berücksichtigen muss, sodass einfach Termine nicht so einfach einzuhalten sind oder auch länger dauern oder kürzer sind oder wegen Wetter ausfallen. Heute haben wir das zusammengebracht, Gott sei Dank. Wenn ihr uns helfen wollt, dann dacht ihr den Termin einfach über die Homepage. Da gibt es ein Formular. Das einfach euer Anliegen da nennen, Durchforstung, Holzerntemaßnahme und eine Handynummer angeben oder eine Telefonnummer zumindest und dann werden wir uns melden bei euch und dann können wir das gemeinsam planen. So, jetzt haben wir draußen im Wald, das ist ein Nadelwald, da möchte erst einmal ein Waldbesitzer seine Meinung wissen, weil das ist ja sein Wald und der hat sich ein Ziel gesetzt und das weiß ich jetzt schon im Vorfeld, weil ich das schon telefonisch mit ihm besprochen habe, nämlich Durchforsten. Einfach Stammzahl reduzieren, weil der Wald, das ist ein nadelbetonter Wald, hier sollen die Bäume stabil bleiben, dicker werden, und zwar die qualitativ guten Bäume, und der Zuwachs sollte auf diese Bäume gelenkt werden. Dann machen wir natürlich Gedanken über das Holzernteverfahren. Ich kenne den Wald jetzt schon ein bisschen, da sind zum Beispiel die Feinerschließung ist schon da, und diese Bäume, die ich ernten werde, das ist so ein typisches Massensortiment aus Fichte und Kiefer, und da ist am einfachsten und das geeignetste Ernteverfahren die maschinelle Durchforstung, also mit Harvester und Rückzug. Und dann machen wir natürlich auch Gedanken noch in Holzvermarktung, weil das ist ja eine ganz wichtige Frage. Der Waldbesitzer möchte ja mit seinem geernteten Holz Geld verdienen und da werden typische Standardlängen rauskommen, Kurzholz halt, 4 oder 5 Meter. Und dann wird nur Brennholz anfallen oder Papierholz oder Gipfelholz. Das wird alles dann im Detail besprochen, weil jeder Waldbesitzer andere Ansprüche hat. Der eine hat zum Beispiel für die Restholzverwertung eine eigene Möglichkeit, der andere möchte es verkaufen. Dann werden wir einfach rausgehen und schauen, wie die Feinerschließung als erstes mal ausschaut. Ist die vollständig oder muss man die planen? Das ist die erste Dinge. Feinerschließung braucht man einfach, weil man ja bodenschonende Holzernte macht. Das heißt, die Maschinen sind schwer, der Harvester ist schwer und der Rückzug mit dem Holz ist am schwersten und da möchte ich nicht, dass der einfach irgendwo fährt oder einfach kreuz und quer. Also das ist ganz wichtig, dass man da den Waldboden schont oder auch aufwachsende Naturverjüngung möchte man einfach nicht mit die Maschinen da irgendwie zusammenfahren. Das ist halt Standard. Wir machen alle 20, alle 25, alle 30 Meter Rückegassen. Da möchte ja ein Waldbesitzer in die Pflicht nehmen, weil der möchte ja auch, die Rückegassen bleiben ja Jahrzehnte und die da mal so reinlegen,
sage ich mal, dass möglichst der Waldbesitzer sehr zufrieden ist, wo man einfach so Stellen findet, wo man gut fahren kann oder wo keine Verjüngung ist oder wo einfach die örtlichen Begebenheiten so sind, dass einfach eine Gasse nicht störend ist. Und dann, wenn wir das gemacht haben, ist ganz ein wichtiger Punkt auch die Grenzmarkierungen. Da haben wir ein Problem im Privatwald. Viele Waldbesitzer kennen die Grenzen nicht. Also das ist ein ganz großes Problem, das muss man aber vor dem Einsatz schon klären. Da wäre es auch wichtig, als Tipp, man hat ja eine Flurkarte zu Hause. Wenn man die Nachbarn kennt, könnte man zum Beispiel in dieser Flurkarte die Nachbarn mit einem Namen reinschreiben, mit Telefonnummer. Weil oft ist es so, man braucht den Nachbarn, weil irgendwas kommt, ein Grenzbaum oder es wird ein Baum gefällt und ähnliches. Oder man sieht beim Nachbarn, der hat einen Käferbaum drin, der muss auch fällen. Also die Nachbarn mit Telefonnummern, also eine Karte griffbereit zu haben, ist ganz wichtig. Dann, wenn ich die Grenzen markieren, übrigens, da haben wir ja ein Video gemacht mit den Grenzmarkierungen, das wäre auch interessant, das anzuschauen, weil die Grenzmarkierungen, da haben wir in der Praxis oft das Problem, jetzt habe ich drei Nachbarn, der eine heißt Meier, Huber und Schiller. Jetzt muss ich überall einen Namen hinschreiben, dass der das weiß. Das ist nicht praxisgerecht, weil einen längeren Namen an einen Baum hinschreiben, ja, erstens muss man es lesen können und zweitens ist einfach auch schwierig. Wir brauchen da viel Farbe und ja, ist nicht zweckmäßig. Da muss man einfach überlegen, wie könnte jetzt so ein Grenzbaum ausschauen, die eigenen Grenzen, wenn man die selber schon so fest markiert hat, mit der Farbe zum Beispiel, dann muss ich das wissen. Weil der Forstunternehmer braucht es, diese Kennzeichen. Wo endet der Wald? Also zum Beispiel gibt es Markierungen weiß-gelb, das ist eine Grenze, bloß als Beispiel. Und dann, wenn er den weiß-gelben Balken sieht, dann weiß er, das ist der Grenzbaum, ab da ist Schluss. Wenn man das nicht hat, dann haben wir so zweckmäßig zum Beispiel drei waagerechte Striche, die mache ich dann in einer weißen oder gelben Farbe und dann weiß der Harvesterfahrer, der Forstunternehmer, aha, den Baum kann er nicht fällen, das ist ein Grenzbaum, da sind wir an der Grenze, Schluss, keinen Baum zu fällen. Dann gibt es auch keine Grenzverletzungen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man das gar nicht weiß, dann ist es auch sinnvoll, dass man mit Nachbarn sich erkundigt und einen Termin vor meinen Termin, einen Termin vereinbart mit Nachbarn, wo man dann gemeinsam die Grenze findet. Es gibt da Hilfe vom staatlichen Förster, der auch nachschauen kann, wo ist der Grenzverlauf. Aber wichtig ist, dass man zuvor, vor dem Holzernteeinsatz, tatsächlich auch die Grenze kennt. Also das muss man gemeinsam dann finden. Da ist zu spät, wenn ich jetzt hier auszeichne und weiß keine Grenze. Das ist ja wie ein Fass ohne Boden. Das geht halt nicht. Wenn die Grenzen stehen, dann kommt unsere Hauptaufgabe draußen. Wir gehen rein und schauen gemeinsam, welche Bäume müssen geerntet werden. Also ich zeichne aus. Mir gefällt es ganz gut, wenn der Waldbesitzer mit dabei ist. Der muss nicht 3 Stunden dabei sein, aber zumindest eine Stunde. Dann kann man gemeinsam auszeichnen. Hier haben wir Durchforstung. Da gehen wir halt einfach die schlechteren Bestandesglieder da mal raus. Die Bäume, die einfach Fellschäden schon haben, die einfach schwächer sind im Durchmesser, die irgendwelche auffällige, ja, bei der Kiefer zum Beispiel eine schlechte Krone haben. Die Dazwischenstänger, die dann mal einfach ernten, markieren. Hier wäre es wichtig, mit einer Farbe, mit der gleichen Farbe zu markieren. Und dann können wir diese Bäume raustun. Ja, und als nächstes kommt der wichtigste Punkt, das ist Auszeichnen der Bestände des Waldes. Da gehe ich mit dem Waldbesitzer durch und besprich mit ihm, warum ich zum Beispiel die Fichte, die Kiefer da raus tue. Ich tue mich darauf konzentrieren, dass er es auch versteht. Also zum Beispiel eine schlechte Kiefer, zum Beispiel, weil in der Krone ist die halbseitig oder ist ein Zwischenständer oder qualitativ ist sehr grobastig, dann kann ich die entnehmen. Und bei der Fichte ist es auch so, dass ich eher auf die Schwächeren gehe, wenn jetzt der Bestand der Wald wie hier schon so mittelalt ist, wo ich einfach schon mehrmals herin war bei der Durchforstung, dann schaue ich, dass ich auch bei der Fichte immer die Stabilität berücksichtige, also nicht die Stärksten raus tue bei der Durchforstung im zunehmenden Alter, sondern eher die Schwächeren. Und dann schaue ich, ob ein Baum auch krank ist oder nicht so vital ist. Und so wird sich das ergeben ja, beim Auszeichnen. Wenn ich auszeichnet habe, dann kann ich natürlich auch, dann weiß ich auch, was rauskommt.
Hier plane ich ungefähr 200 Festmeter Fichte und Kiefer. Dann weiß ich, was haben wir für Sortimente, also die Sortimentsplanung. Da weiß ich, ich mache Kurzholz. Bei uns ist das jetzt im Winter oft bei der Kiefer 5 Meter und dann kommt die schlechtere Kieferverpackung, 3,60 Meter. Und dann weiß ich, es kommt nur ein Brennholz, das schneide ich dann meistens so auf 2 Meter. Und Papierholz bei der Fichte kann ich 2 oder 3 Meter machen. Also solche Sachen machen wir dann Gedanken. Und das ist dann eine Standard-Sortimentsplanung sozusagen, das dann später, nachdem ich auszeichnet habe, auch in einen Arbeitsauftrag mündet. Ja, den gebe ich mündlich oder schriftlich an den Unternehmer. Dann weiß der, wenn er hierher fährt, aha, da kommt so und so viel Festmeter und so viele Sortimente, muss ich die genauso schneiden. Und dann ist eigentlich schon mal das Wichtigste erst einmal geplant. Ganz wichtig ist aber, bevor man einen Unternehmer einweist, auch, dass ich natürlich über den Lagerplatz mir Gedanken mache. Weil es nützt nichts, wenn ich Bäume auszeichne und dann weiß ich nicht, wohin damit. Also ein Lagerplatz ist dann geeignet, wenn er möglichst nah am Wald ist, jetzt im Herbst und Winter, weil er mir ja auch finanzielle Rückkosten spare. Aber der Lagerplatz muss natürlich auch mit LKW ja, befahrbar sein oder anfahrbar sein. Das Holz muss zu jeder Witterungszeit im Grunde genommen weggefahren werden können. Nur dann sind wir auch nicht so abhängig vom, wie gesagt, vom Wetter. Und der Holzmarkt ist ja so schnelllebig, da wäre es einfach schade, wenn der Waldbesitzer einfach erst einmal die Wetterlage abwarten muss und am Schluss hat er vielleicht eine günstige Wetterlage und dann ist aber der Holzmarkt nicht mehr so stabil. Dann würde er sich einfach ins eigene Fleisch schneiden und kann einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt ernten. Also wichtig ist einfach der Lagerplatz, den sich Gedanken zu machen, welche Holzmenge kommt raus und ich bespreche das dann mit dem Waldbesitzer, fragen auch, was glaubst du, wie groß muss ein Lagerplatz sein zum Beispiel, also solche Sachen und das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, ich bin jetzt hier an einem Waldrand von dem besagten Wald und oft werde ich gefragt, wo kann ich denn einen Lagerplatz machen? Und da kommt ja draußen immer wieder alle möglichen Orte, werden wir vorgestellt. Und das Wichtigste an einem Lagerplatz ist dann geeignet, wenn der Lagerplatz an einem LKW befahrbaren Weg ist. Also da muss man sich vorstellen, da kommt ein LKW mit einem Hänger und der muss ja zu jeder Jahreszeit an dieser Straße fahren können. Es nützt nichts, wenn der Lagerplatz 100 Meter weg ist, weil der hat einen Kran 6 bis 8 Meter, dann kann er dieses Kurzholz da aufladen. Wenn das 50 Meter weg ist, hilft es ja nichts. Wenn der Weg nicht richtig geeignet ist, ist auch ein Problem, weil dann kann er nur wegfahren, wenn einmal die Witterungsbedingungen so sind. Oft kommt es im Jahr nicht vor und dann muss man zeitaufwendig, finanziell aufwendig das Holz umlagern. Das sollte gar nicht passieren. Dafür ist ein Fachmann wie ich draußen und wir dann gemeinsam besprechen, wo wir den Lagerplatz machen können. Jetzt stelle ich hier am Rand, da habe ich schon Lücken und sehe, dass das eigentlich sehr gut geeignet wäre, hier einen Lagerplatz zu machen und das werde ich den Waldbesitzer dann zeigen, dass da wir 3-4 Bäume fällen, dann habe ich schon einen Lagerplatz mit ja, 60-70 Meter Länge. Und da ist auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie groß muss jetzt so ein Lagerplatz überhaupt sein. Also der Lagerplatz, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache es mal so, ich überlege, was kommen für Bäume raus, wenn ich Kurzholz mache, zum Beispiel 5 Meter Länge, dann kann man sich als Waldbesitzer vorstellen, wenn ich 5 Meter Länge mache, ich tue es 2 Meter hoch poltern, 5 Meter lang, 2 mal 5 gibt 10 und wenn ich jetzt den Poltern mit 10 Meter mache, dann habe ich 10 mal 10, 100 Raummeter. 100 Raummeter umgerechnet mit 0,6 gibt 60 Festmeter, aber natürlich kann ich nicht ganz grad hochlagern, den Polter, sondern das ist ja der Polter, wie der schwächt sich an die Seiten ab, der wird weniger. Also das heißt, da muss ich auf jeden Fall auf 50 Festmeter ungefähr zurückgehen und dann weiß ich, 10 Meter 50 Festmeter ungefähr bekomme ich hin. Dann habe ich vielleicht, wenn ich jetzt 200 Festmeter mache, dann muss ich zumindest 40 Meter langen Lagerplatz haben. Und in der Breite muss er mindestens 5 Meter sein, wenn nicht gleich 6 Meter. Weil du brauchst ja ein bisschen Platz. Ne? Also das Rundholz wird ja mit der Stirnfläche zu der Vorstraße, da kann man sehr gut zählen. Da sehe ich auch Holzfehler oder einfach wie das Holz ausschaut. Also das muss ja alles möglich sein.
Und das heißt, das wäre jetzt so die Vorstellung, wie groß so ein Lagerplatz sein muss. Mit Kurzholz ist es aber nicht getan. Ich brauche noch Brennholz, was da anfällt, oder sogar Gipfelholz, das man der Waldbesitzer benötigt oder verkaufen möchte. Und da hat sich eigentlich zweckmäßig ergeben, dass ich doppelten Lagerplatz brauche sogar. Weil Kurzholz bei 2 Meter habe ich zwar nicht so viel Lagerbedarf, aber beim Gipfelholz habe ich es entsprechend groß. Also das heißt, wenn ich das weiß, was der Waldbesitzer da möchte mit dem Restholzsortiment, dann umso eher muss ich schauen, okay, wie schaut der Lagerplatz aus. Hier konkret tue ich ein paar Bäume fällen, dann habe ich einen günstigen Lagerplatz, weil die Lücken alle schon da sind und den möchte ich auch dauerhaft haben, den Lagerplatz. Ich komme wieder. Also hier ist ganz wichtig, dass man sich da vor der Erntemaßnahme schon Gedanken macht, welchen dauerhaften Lagerplatz könnte ich da nutzen. Und das kommt immer wieder vor, dass die Lagerplätze vielleicht da Gewohnheitsplätze sind, oft da nicht geeignet sind. Und das sollte man halt bei so einer Planung, über uns zum Beispiel, könnte man das Problem lösen, indem man so einen dauerhaften Lagerplatz einrichtet. Ja, inzwischen haben wir den Einsatz schon mal durchgeführt. Wir haben jetzt einen Teil des Holzes schon geschlagen, durchforstet. Der zweite Teil kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und da ist natürlich so, nachdem das Holz geschlagen ist, gerückt ist, dann meldet sich der Forstunternehmer bei uns und sagt, der Einsatz ist fertig. Und normalerweise sendet er mir auch dann ein Harvesterprotokoll zu. Also das ist auch ganz wichtig, da habe ich Orientierung, was hat er für Sortimente, welche Kubikmeter sind in etwa ja, produziert worden, sodass man schon weiß im Vorfeld, bevor man Holz vermisst, aha, wo könnte das Holz hingehen, weil der Holzmarkt ist ja so schnelllebig und manchmal klappt das Abfuhr bei der einen Firma besser als bei der anderen und so kann man sich halt schon Gedanken machen darüber. Dann fahre ich raus natürlich und mache die Holzliste für den Waldbesitzer. Das heißt, ich zähle die Bäume und ich messe, ich mache ein Kontrollmaß, alle Meter Höhenaufnahme und zähle dann das Raummeter, wird dann einfach gemessen und mit der Umrechnungszahl meistens 0,6 draußen die Festmeter ermittelt. Ich habe auch schon in der Vergangenheit ein Video darüber gemacht und das verlinke ich euch und dann könnt ihr das nochmal anschauen, wie das genau mit der Holzaufmessung bei Harvester-Einsätzen funktioniert. Das ist keine Hexerei, das kann man ganz schnell erstellen und ist aber wichtig, weil ich muss ja auch das Holz bereitstellen. Das passiert natürlich über E-Mail-Verkehr an das Sägewerk, da wird genau der Kaufvertrag genannt, später, wenn ich die Maße habe und dann wird dann vom Sägewerk nochmal ein Abfuhrauftrag konkret an den Fuhrunternehmer gestellt. Ich schaue mir natürlich auch in dem Fall, wenn ich es aufmesse, die Qualität an, das ist ganz wichtig. Ob der Unternehmer zum Beispiel ja, bestimmte Bäume drin sind, die einfach eindeutig schon visuell in das Ausschussstücke sind im Sägewerk, die kennzeichne ich meistens mit einem Kreuz und dann muss entweder der Unternehmer rauskommen und die entsprechend raussortieren nochmal oder der Waldbesitzer oder ich sage es dem Unternehmer, einem Fuhrunternehmer, dass er die liegen lassen soll. Und dann werden die später ins Brennholz für den Waldbesitzer ja, gebracht, weil sie ja im Sägewerk dann 10 oder 15 Euro nur bringen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, ganz wichtig. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man draußen im Wald mit dem Waldbesitzer, wenn der Einsatz vorbei ist, irgendwann nochmal in zeitnahem Abstand den Bestand anschaut, weil vor der Nutzung schaut er natürlich anders aus als nach der Nutzung. Also nur mal rausgeht, stichprobenweise zumindest, und schaut sie an, wie hat sich jetzt die Durchforstung ausgewirkt. Haben da wirklich die besten Bäume stehen geblieben? Oder könnte man vielleicht ein paar Jahre später wieder ein paar entfernen, wenn die einfach jetzt zum Beispiel stehen gelassen worden sind? Bei der ganzen Geschichte ist natürlich so, wie geht es denn weiter? Das Holz wird dann irgendwann vom LKW weggefahren, möglichst zeitnah natürlich. Man telefoniert sehr viel mit Sägewerk, auch mit Fuhrunternehmen. Und dann weiß man schon, okay, jetzt wird es irgendwann wegfahren. Und dann wird so Holz natürlich im Sägewerk gemessen. Und dann bekommen wir diese Aufmaß, die Messergebnisse, Sortierergebnisse zu uns. Die schaue ich mir an.
Manchmal, wie in den letzten 2, 3 Wochen, war es auch so, dass man häufig reklamieren muss, weil die Sortierungen einfach nicht passen. Also das ist auch unsere Aufgabe, indem wir ganz konkret die Dinge beim Namen nennen, zum Beispiel Protokoll, diese Festmeter sind zum Beispiel statt Frischholz ist Käfer sortiert worden oder statt Käfer Dora, und wenn das einfach nicht passt, dann muss man reklamieren. Hilfreich ist da auch ein Tipp, dass man die Holzpolter fotografiert, vorne und hinten, dass man auch eindeutig die Nummer sieht, dass man hinterher bei Reklamation sagen kann, okay, das ist ein Frischholz gewesen in der Fichte, die und die Nummer, und bitte, die Sortierung ist nicht nachvollziehbar. Und dann gibt es meistens auch einen Konsens mit dem Sägewerk innerhalb von 14 Tagen, und dann kann das Sägewerk zum Beispiel der Reklamation nachkommen und der Waldbesitzer kommt eine bessere Gutschrift als davor. Dann irgendwann kann man, ist der Abrechnungszeitpunkt da, wir dann diesen Waldbesitzer abrechnen und auch den Unternehmern zeitgleich, und so ist die Hilfsmaßnahme im Grunde genommen abgeschlossen. Ganz wichtig wäre uns einfach, wenn Sie jetzt das Ganze verfolgt haben, von der Planung bis zum Abschluss, bis zur Auszahlung des Holzgeldes, dass das alles in dem Mitgliedsbeitrag der WWV beinhaltet ist. Also das sind alles Leistungen, die die WWV für den Mitglied, für den Waldbesitzer konkret macht. Das macht unsere Mitgliedschaft auch attraktiv, weil man einfach auch sehen muss, dass natürlich bei der Planung bis zur Ernte, bis zur Holzaushaltung und auch bis zur Holzauszahlung einfach viele Dinge passieren können, die einfach aus, einfach durch menschliche Fehler passieren oder auch durch Verzögerungen, die der Waldbesitzer gar nicht vertreten muss, und dadurch einfach letztendlich der Waldbesitzer einfach negative Folgen hat. Das muss nicht sein, dafür hat man einen starken Partner, und das ist die WWV, das macht einfach unsere Mitgliedschaft auch attraktiv. Es wäre ganz wichtig, dass man hier ein Vertrauensverhältnis, hier bei dem Waldbesitzer habe ich zum Beispiel gemerkt, da hat man der auf dem Harvester-Protokoll, da hat man der Unternehmer 95 Festmeter, Kiefer Festmeter produziert, ich habe aber hier nur 75. Das ist einfach entstanden, weil hier der Harvester-Fahrer konkret nicht kalibriert hat. Der muss ja immer zu Beginn seiner Arbeit muss er sein Messsystem überprüfen. Das nennt man auch Kalibrierung. Und da stellt er seine Durchmesser ein, sein Messsystem im Grunde genommen. Und wenn das exakt ist, dann passieren solche Fehler nicht. Weil es könnte ja sein, dass zum Beispiel, wenn ich das Protokoll mit 95 Festmeter habe und nur 75 heraus sind, dass zum Beispiel ein Teil ins Brennholz ging. Oder er hat, was auch schon vorkommen ist, einfach der Rückunternehmer vergessen, dass er die 20 Festmeter da zum Beispiel aus dem Wald holt. Also darum ist es empfehlenswert, nach dem Einsatz schaue ich auch ein bisschen rum, aber auch der Waldbesitzer ist hier gefragt, dass er mal schaut, okay, wo liegt denn ein paar Stämme nur rum. Also im Grunde genommen muss dieser Einsatz erst dann abgeschlossen, wenn alles aus dem Bestand rausgeräumt worden ist. Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Und an so einem Einsatz hängt schon auch viel Arbeit, auch viele Stunden, und trotzdem ist es wichtig, dass man diese Sachen miteinander erfolgreich zu Ende führt, weil dann kann auch der Wald, kann man mit einem zufriedenen Gefühl rausgehen nach dem Einsatz, und wenn man dann 2, 3 Jahre später kommt, sieht man erst die Wirkung nach so einer Durchforstung, dass der Wald einfach besser wächst, dass die Bäume dicker werden, zwar weniger, aber dafür dicker, und dann später die anderen Erntemöglichkeiten, die man hat, ganz wichtig, weil man einfach hauptsächlich stoffliches Holz produzieren möchte, die stoffliche Verwendung vom Holz produzieren möchte. Und das haben wir hier. Hier haben wir Kiefer 5 Meter produziert, wir haben Kiefer 360 produziert, wir haben Fichte 5 Meter und 4 Meter produziert, wir haben Papierholz gemacht, wir haben Kipfelholz gemacht, weil der Waldbesitzer selber seine Hackspitzen nutzen möchte. Ich finde, das ist ganz toll geworden, und ich hoffe, dass auch der nächste Einsatz, den wir hier planen, in ein paar Wochen auch erfolgreich geführt werden kann. Und dann, wenn Sie selber auch sowas haben und wollen selber durchforsten, melden Sie sich. Wie gesagt, Formular wäre geeignet auf der Homepage, und in eigener Sache werden wir noch anliegen. Also viele bei uns schauen die Videos an, und ich finde das toll, aber
glaube, knapp 70% haben noch kein Abo gemacht. Also macht das Abo, das hilft uns einfach, weil dann können wir weiter Videos produzieren. Es gibt so viele Dinge, die man ansprechen könnte, und wenn ein paar dabei sind und wir machen euch Freude dabei und ihr könnt dann einen erfolgreichen Einsatz planen, ja, dann haben wir eigentlich gewonnen, alle miteinander. Viel Freude. Oh,